Grüß Gott, meine Damen und Herren. In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, wie man drogenfrei werden kann. Beziehungsweise ich selber war fünf Jahre lang drogenabhängig. Kurz zu mir, ich heiße Harald Wiesinger, bin 22 Jahre alt, bin gelernter Bäcker, komme aus Horbach und möchte eigentlich Menschen, die drogenabhängig sind, helfen. Weil ich sehe, viele Menschen nehmen Drogen. Das finde ich einfach schlimm. Im Drogenrausch ist alles super. Im nüchternen Zustand nicht mehr super. 5 Jahre lang ist ja nicht mega viel. 10, 25 Jahre, das ist lang. Aber ich traue mir sagen, in 5 Jahren habe ich einiges gesehen und mitgemacht, wo ich behaupten kann, und das traue ich mir, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die ich mitteilen will und Menschen unterstütze, beziehungsweise ein Konzept machen kann mit ihnen, dass sie es schaffen. Wie ist bei mir alles angefangen? Vor 5 Jahren habe ich erst einmal Marihuana geraucht. Ist beigegangen zu Haschisch, zu Speed, zu Koks. Im Endeffekt war er mir nachher beim Crystal Meth. Und alles super gepasst, das war 5 Jahre lang super Spaß gehabt. Das letzte halbe Jahr war ich nicht mehr nüchtern. Ich war immer im Rausch. War auch für mich noch super. Eines Tages steht die Polizei vor meinem Haus, klopft dann und sagt: Herr Wiesinger, bitte mitkommen. Okay? Am Posten. Aussage gemacht bei Polizei, Gericht, Strafe. Bekommen fertig. Die Polizeisache und das Gericht und das alles, das Gesetz und das habe ich alles gemacht. Ja, das war nicht so schlimm. Das war nachher erledigt mit dem. Strafe bezahlt, erledigt für Polizei, erledigt für mich, die Seite auch. Aber der Entzug, den muss ich oder du durchmachen. Das ist nicht so schön. Natürlich habe ich einen Entzug gemacht. Ich wollte in eine Drogentherapie, ich wollte ins Krankenhaus, habe ich alles gemacht. Aber im Krankenhaus habe ich nachher Drogenersatz bekommen, die was dich wieder drogenabhängig macht an dieser. In dieser Blättenform wirst du nachher wieder süchtig. Denke ich mir, nein, ich mache alles selber. Wie schaffst du es am besten? Am besten geht es, mein Tipp, der Wille. Wenn du einen Willen hast, wenn das Gehirn sagt, ich will es schaffen, dann geht das. Du musst den Willen zeigen und sagen, ich will drogenfrei werden. Wenn du das machst, hast du die Hälfte schon geschafft. Okay. Für mich selber, und das kann ich auch dir sagen, wird das erste Mal sehr schwierig werden. Weil den Tag, wo du aufhörst, Drogen zu nehmen, wirst du da liegen und denken, ich will, ich kann nicht mehr. Stimmt. Du wirst da liegen. Es wird alles zumachen. Wirklich, das ist wirklich schlimm. Diese 2, 3, 4 Wochen sind schlimm. Nach 2 Wochen sagt dein Gehirn, ich brauche nicht mehr. Das Gehirn rein. Die Sucht. Die innere, die Sucht, was anderes. Das erste Mal kannst du wirklich gar nichts machen. Was machst du? Was habe ich gemacht? Ich hab mich immer wieder motiviert, Isa. Ich will, ich kann, ich schaffe es. Ich habe immer an mich geglaubt. Ich habe
keinen gehabt, der mir geholfen hat, also meine Eltern. Die haben gesagt, super, mach das, Harry, mach das. Aber ich selber muss es schaffen, nicht sie. Also habe ich mir gedacht, ich schaffe es. Passt. Ein Monat war vorüber. Was ich immer gemacht habe, nebenbei, Tag für Tag, ein Video, kurz, 2, 3, 4 Minuten, von mir selber, wie war der Tag, wie fühle ich mich, was habe ich gemacht. Das Aufnehmen hilft dir. Du hast die Motivation, hey, einen Tag habe ich geschafft, ja. Das würde jetzt scheiße sein, einen Tag, wow, super, mega toll. Aber auf die Zeit auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate. Wenn du nachher alles verrückt, wenn du nachher alles anschauen kannst, dann denkst du, super, passt. Ein Monat geschafft. Der zweite Monat wird ein bisschen leichter. Nach einem Monat hast du so dein Ziel ein bisschen näher gekommen. Die Sucht ist noch da, natürlich, du wirst immer noch denken, hey, ich brauche was, scheiße. Die Gefahr nach einem Monat rückfällig werden, ist sehr, sehr groß. Du hast eine Sucht in einem Monat, überwältigt, dass du nicht mehr nimmst, dann kommt dein Gehirn dran, das denkt sich, ich brauche was. Mach den Fehler ja nicht. Da musst du wirklich nachdenken und sagen, hey, stopp. Nicht. Ja? Dann musst du schauen, was mache ich, wie kann ich weitermachen? Ja? Ich persönlich habe so gemacht, Sport. Such dir was du gern machst. Schwimmen, spazieren, hast du den Hund, hast du Katzen, hast du Haustiere, Freunde, vorgehen. Aber immer bedenken, die richtigen Freunde. Die alten Freunde von der Drogenzeit musst du vergessen können. Ja? Bei mir war es so, ich habe diese Freundschaft gekündigt. Ich habe zwei Freunde gehabt von der Drogenzeit. Das waren damals meine besten Freunde. Aber die habe ich gekündigt, diese Freunde. Das habe ich, das wollte ich nicht mehr. Du musst neue Freunde brauchst du. Weil mit deinen alten Freunden wirst du nie drogenfrei werden, weil die haben immer wieder etwas zum Rauchen, zum Ziehen mit, irgendwas, immer. Und du wirst immer wieder sagen, hey, gib mir etwas. Also bitte mach diese Freunde weg. Sage ich, tut mir leid, so, ich will drogenfrei werden, ich will nicht mehr Freund sein. Danke. Also such bitte zwei neue Freunde. Super, wie eine Freundin, die dich unterstützen kann, beziehungsweise ich selber kann dir anbieten, mit dir Sport zu machen, das heißt laufen gehen. Ich habe das selber gemacht, ich bin laufen gegangen, nicht Training, ich habe schon ein bisschen Training gemacht, und nicht viel, sondern ich bin eher laufen gegangen, joggen. Ich habe einen Hund daheim, mit diesem bin ich spazieren gegangen, so Sachen. Dass du das schaffst, brauchst du diese Sachen brauchst. Und Freunde, ich habe mir Freunde gesucht, bin vorgegangen, habe mir Freunde gesucht, hey, ja, super cool, ich habe einen kennengelernt, ja, ist mein bester Freund geworden, natürlich. Und wie gesagt, such dir eine Freundin, ganz wichtig, eine Freundin, die was dich wirklich liebt, die was du lieben kannst, dann ist alles viel leichter, dass du das vergessen kannst. Ja. Natürlich, Familie natürlich ist auch sehr wichtig. Familie hilft dir, ja. Da in den zweiten Monat, bis der zweite Monat vergeht, musst du Freundschaft aufbauen, Freund finden, das, was dich ablenkt. Na? Ja, wenn du nicht abgelenkt bist, wirst du immer wieder denken, ah, ich brauche dies und das. Ganz wichtig, arbeiten. Arbeiten gehen. Ganz wichtig, bist du 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden beschäftigt mit Arbeit, da kannst du nichts rauchen. Natürlich kannst du in der Pause rauchen, aber du wirst das würde ich dir empfehlen. Also arbeiten gehen, auch wenn man Drogenentzug gerade macht. Ich habe es selber gemacht. Ich war damals in der Lehrzeit und habe mehr gelernt. Und bin trotzdem in den Zug gegangen und habe das meinem Chef gesagt, hey,
Sorry, ich bin drogenabhängig. Ich erzähle dir, dass ich das anlegen kann, dass ich dir erzählen kann, dass es mir besser. Und was ganz wichtig ist, eine Person vertrauen, die du das erzählen kannst, beziehungsweise mich. Du kannst mir erzählen, was du erzählen willst. Das ist super. Immer reden, Probleme reden, Anliegen. Alles das. Sehr wichtig. Und was ich sehr empfehlen kann, ist Schwimmen. Ist super Ablenkung und ja. Zweimal schauen. Ablenkung. Okay. Das ist der Monat vergangen. Im dritten Monat wirst du diese Sucht nicht mehr so spüren. Und auch der Rückfall ist natürlich da, aber er wird schon sehr langsam weniger. Was auch bedenken muss, diese Folgen, wenn du jetzt 5, 10, 25 Jahre lang drogenabhängig bist, nach der Zeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 48 Monate, wird du spüren, mir wird immer, mir geht's körperlich, die Fitness, alle verbessert, das Immunsystem wird aufgebaut. Wenn du jetzt Crystal Meth abhängig bist, sage ich einmal 5 Jahre, oh, da bist du down. Ne? Da musst du schauen, es geht wieder rauf. Ja? Sehr wichtig. Gesundheit. Ich als Bäcker hab ein wenig was mitbekommen über Gesundheit, wie alles abgeht, was die Drogen mit dir machen. Ich habe es selber mitbekommen. Ja? Also da schauen, dass du wirklich gesunde Ernährung hast, Schlaf, Erholung. Gerade nach so einer Zeit, nach 15, 25 Jahren Erholung, ja, sehr, sehr wichtig. Sehr viel trinken. Alkohol bitte meiden. Wasser verdünnen, Saft. Diese ganze Chemie muss raus. Ja. Das ist einfach so Sachen. Mit Gesundheit kannst du viel gut machen, ja. Das ist einmal der dritte Monat, wenn ich durch generell die ganzen Monate muss ich gesund ernähren, ja. Das ist einmal der dritte Punkt. Ernährung, dritte Monat, immer schauen auf Ernährung, das ist generell wichtig, ja. Das vierte Monat kommt. Was mache ich den vierten Monat? Du hast jetzt was geschafft. Du spürst, hey, ich brauche nichts mehr. Bah, ja, geschafft habe ich's, genau. Im vierten Monat kannst du sagen, ich brauche nicht. Du bist nicht mehr schlapp, du bist wieder fit, du hast wieder Energie. Es geht wieder bergauf. Tag für Tag, Monate für Monate wird wieder besser. Am wichtigsten ist das immer, denken, ich schaffe es, ich will es, ich kann es. Denke daran, du hast Freunde, beziehungsweise mich. Ich kann dich beraten. Das ist so, was ich da jetzt erzähle, ist von mir. Ja? Jede Person ist anders, jede Person denkt anders, jede Person empfindet alles anders. Der eine ist länger, der andere ist kürzer, drogenabhängig. Da spielen mehr Faktoren mit. Bei mir war es so, bei dir kann es anders sein. Bei dir ist länger, bei dir kann es kürzer dauern. Je nachdem, was, wie, wie viel, wie lange. Da spielen so viele Sachen mit. Immer alles bedenken und darum am besten ist immer, wenn du das Gefühl hast, boah, ich brauche was, komm zu mir, ruf mich an, melde dich, erzähl mir, wir können dich treffen, wir können Termine vereinbaren, ne? Alles das ist sehr wichtig. Reden über Probleme, reden über die Sucht, reden über Rückfälle. Natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich habe ich einen Rückfall bekommen. Ist ganz normal, ich habe niemanden gehabt, ich habe nicht gewusst, nicht gewusst, kommt er zurück, nicht. Natürlich habe ich einen Rückfall bekommen und natürlich muss man fast von vorne wieder anfangen. Ich scheiße dann. Aber bitte Rückfall meiden, melden, wenn passiert es, bitte Bescheid geben. Das ist echt scheiße, ja. Der Rückfall ist nicht super.
Ja, alle Themen, Näheres, Tipps bitte mir persönlich schreiben. Ich habe eine E-Mail-Adresse, die kann ich gut durchgeben. Die lautet Wiesinger Harald, alles klein. Wiesinger Harald, zusammengeschrieben, 3 at gmail.com. Da kannst du mir schreiben, kann ich dir meine Nummer geben und kann mir telefonieren, kann man sich Termine vereinbaren, weil ich will nicht in diesem Video jetzt das, die Telefonnummer zu, hergeben, sonst rufe ich alle an, das will ich auch nicht. Ich wünsche mir von Herzen, dass sich sehr viele Menschen melden bei mir, dass ich helfen kann, helfen darf. Ich will Erfolg sehen, wir schaffen das. Ja? Na bitte, teilt es, abonnieren bitte, Leute. Ich will Menschen treffen, ich will Menschen helfen können. Ja? Weil wenn ich jetzt auf Linz fahre, letztes Mal war ich in Wien unten und ich gehe durch den Hauptbahnhof und denke mir, Scheiße. Du bist ungefähr um die 20, 30 Jahre alt und stehst am Hauptbahnhof. Schlafst dort, bist drogenabhängig, bist alkoholsüchtig sogar noch. Und dein ganzes Leben verschissen. Das ist echt nicht super. Bitte, Leute, Drogen sind nicht super. Auch nicht gesund. Schon gar nicht Crystal Meth von dieser Scheiße. Heroin, alles das macht dich fertig. Ich habe zwei Freunde verloren. Das war sehr hart. Das will ich nicht. Das wünsche ich niemanden, den drogenhabigen Freund zu verlieren, der mir allein nicht helfen kann. Ja. Das war vor einem Jahr. Im Sommer ist er gestorben. Tut mir sehr leid, tut mir sehr weh. Der war 20 Jahre alt. Hat sein Leben für das geopfert. Also bitte, das ist echt. Darum, und auch die Familie, du musst bedenken, die Familie, hast du Geschwister, hast du Freundin, diese denken sich alle, Freunde, Mann, warum bist du drogenabhängig? Kann ich dir nicht helfen? Denn Drogenabhängigen helfen ist nicht leicht. Du musst wollen. Wenn du nicht willst, das ist der erste Schritt zum Erfolg. Der Wille muss da sein. Egal ob, der muss immer da sein. Also bitte, Leute, schauen wir, dass wir eine Zukunft machen für alle, der drogenfrei. Kann. Ja. Wenn euch mein Video gefällt, bitte abonnieren. Nur kurz angesprochen, wenn ihr das wollt, mache ich noch ein Video über Tabak Nikotinsucht. Ja? Selber? War 7 Jahre lang Raucher. Seit ein Jahr. Nichtraucher. Rauchen aufhören ist noch schlimmer wie Drogen aufhören. Das kann ich euch sagen. Rauchen aufhören ist echt eine harte, harte Sache. Du brauchst auch so ein, sag ich mal, nach 3, 4, 5 Monate sagst du, passt, kann ich, schaff ich. Nach einem Jahr. Kann da wieder rückfliegen. Also, Zigaretten, Nikotinsucht ist echt eine schlimme Sucht. Ja. Wenn ihr wollt, kann ich ein Video machen. Das ist echt eine harte Sache. Aber man schafft es. Ich habe es geschafft. Ich kenne mehrere Leute, die es schaffen. Und bitte lasst euch nicht zu spät werden. Sondern macht was dagegen, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir sich in real sehen, wenn ich helfen kann. Leute, macht es gut. Ciao, ciao. Denkt nach, was ich erzählt habe, wenn ich 22 Jahre alt bin. Ich habe durchgemacht, Erfahrung gemacht. Das wird helfen. Ciao, ciao, Leute.